So, und jetzt ganz ein bewegender Moment, ich lasse ihn den genießen. Das ist der Abschied von Franco Costanzo. Er hat was auf seinem T-Shirt drauf. Auf dem T-Shirt stand Danke Basel. Hier, Danke Basel. Und alle stehen im Stadion. Ein bewegender Moment. Bedankt sich bei Massimo Busacca. Und geht vom Platz. Und das ist sein Nachfolger, Jan Sommer. Costanzo. Ich habe gesagt, er hat extrem Mühe, damit hier gehen zu müssen, aber das ist der Lauf der Zeit. Franco Costanzo geht. Jan Sommer steht neu im Tor und er wird auch künftig, wenn denn alles richtig läuft, wieder seine Chance packen. Das Tor des FC Basel. Fußballverrückter im positiven Sinne gesprochen. Danke Basel und die nassen Augen von Franco Costanzo. Hier bereitet man sich vor auf das, was kommen wird. Der Pokal wird erwartet. Franco Costanzo immer noch mit feuchten Augen unterwegs. Auch er umarmt fast jeden, fast alles, was hier auf dem Platz steht. Das Publikum feiert auch ihn. 5 Jahre war er hier. Eine schöne Zeit, wie er selber sagt, geht heute zu Ende. Wohin es ihn verschlägt, das weiß er noch nicht. Mal schauen. Danke, Basel. Das ist ehrlicher Dank eines Mannes, der sehr introvertiert gewirkt hat. Kühl, auch ein bisschen zurückhaltend. Er ist kein Mann der großen Worte. Hatte anfangs auch Probleme. Hat aber still und heimlich Deutsch gelernt und ist so nach und nach, vor allem durch seine Leistungen, zu einem ganz, ganz wichtigen Pfeiler dieser Mannschaft hier geworden. Der Ablauf steht. In wenigen Augenblicken gibt es hier den Pokal. Das werden wir nicht verpassen. Das werden Sie nicht verpassen. Schlag vor. Kleiner Gang aufs Häuschen oder eben Verbraucherwerbung. Mal schauen. Wir melden uns gleich zurück. Franco Costanzo, how emotional was this substitution at the end? I have no words. It's something incredible. To experience this is what every football player in the world wants. And we are lucky that we have these incredible fans. So, I have no words, just saying thank you. How hard is it to leave this team, to leave this city? It's really hard. It's really hard because you see, you know, you don't find this everywhere. So, I don't know. Everybody has to know that this is not easy, you know, this is not easy to have. So, we are just a few football players that we have the lucky to be here, so that's amazing. Thank you so much. Well, last thing, I just want to say, para mi amor Carla, te amo mucho.